Hallo, willkommen bei Discord, herzlich willkommen zurück zu Pamali. Wir haben ja vor 5, 6 Monaten circa Pamali gespielt und haben uns da sehr viele verschiedene Enden vom Hauptspiel angeguckt. Das ist ein indonesisches oder allgemein Southeast Asia-artiges Horrorgame, wo es sehr viel um deren Mythen und Geister und alles Mögliche geht. Deswegen würde ich euch sehr empfehlen, vielleicht mal die ersten paar Videos hierzu anzuschauen. Zumindest den ersten Teil, damit ihr wisst, worum es in etwa geht. Denn wir spielen heute das erste DLC, was rausgekommen ist, was glaube ich heißt The irgendwas Corpse, fuck. The Tide Corpse, genau. Und wir haben natürlich eine neue E-Mail bekommen, wie es immer ist in dem Spiel, mit der Nachricht: Hey, ich habe die Geschichte zu Ende geschrieben. Ich hoffe, dass meine Art der Geschichtenerzählung dich nicht verwirrt. Lol. Wenn du Angst hast, indem du die Geschichte gelesen hast, komm auf jeden Fall nicht zu mir. El Mao, just kidding. Es ist hier unten drin, du musst einfach nur anklicken, okay? Okay. Open Document. Ich weiß nichts hierüber, wir werden es so machen, wie wir es letztes Mal in drei verschiedenen Videos gemacht haben, aber diesmal nur in einem Video. Ich werde es das erste Mal spielen, bis ich sterbe oder bis ein Ende kommt, wo ich einfach absolut nichts nachgucke. Beim zweiten Mal werde ich versuchen, alles falsch zu machen. Beim dritten Mal versuche ich, irgendein cooles Ende zu erreichen. Und wenn es hier nicht zu lang ist, werden wir es alles hier in dem Video machen. Was cool ist. Das heißt, ihr müsst nicht mehrere Videos zu dem Ding hier schauen. Okay. Wir sind im Westen von Java in Indonesien. Und wir sind der Friedhofswärter. Okay. Und wir müssen ein Opfer eines schrecklichen Unfalls begraben. Okay. Es ist nicht Teil seiner Arbeit, aber er muss es trotzdem machen. Was ist ein Geräusch? Sehr gruselig. Klingt, als ob links von jemand was gesagt hätte, aber es war definitiv im Spiel. Okay. Wir dürfen keinen Fehler dabei machen, die Leiche zu begraben. Oder möglicherweise wird es Konsequenzen geben, die wir uns nicht vorstellen können. Wie? 2007 oder 1940? Was denn jetzt? Was? I don't get it. Menü? Was willst du denn? Nee, warum hast du denn. Okay, gut. Ich kann mich mal bewegen. Was soll ich denn machen? Oh mein Gott, ernsthaft? Was ist das denn für eine heilige Scheiße? Nein! Ja, ich wollte vielleicht nicht die Nummer 2 anrufen. Kann ich bitte auflegen? Ich will auflegen. Okay, Home? Ach du Scheiße, das ist ja schrecklich. SMS, was haben wir denn für SMS bekommen? Die haben wir nicht geöffnet. Ja, okay. Wir müssen das Opfer begraben. Okay, wir sollen ihn einfach begraben. Ja, das kriegen wir hin. Was sind die anderen Sachen? Lass uns heute Nacht Gameplay spielen. Ja, Mann, da habe ich Bock drauf. Okay, und wir mussten die Shift von unserem Kollegen übernehmen. Okay, gut, dann. Das ist eine komische Menüführung, aber gut. Was machen wir hier mit? Move Coffin. Ist letzte Nacht gestorben. Bewegen. Ich schätze mal, wir müssen halt die Leiche so respektvoll, wie es in irgendeiner Form geht, begraben, damit der Geist von dem Ding hier uns nicht holen will. Warum ist. Okay, was soll ich jetzt machen? Schauen. Die Reviews vom DLC sind relativ gemixt, während die Reviews vom Originalspiel sehr, sehr, sehr gut waren. Also ich weiß nicht genau, ob hier vielleicht irgendwas schlechter ist. Ich sollte auf jeden Fall nicht runter, oder? Water? Wieso denn Wasser? Get the fuck out. Gute Idee. Wieso soll ich denn da runtergehen? Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, da runter zu gehen. Und ich glaube, ich sollte auch nicht abhauen, oder? Ich schätze, ich muss runter. Was soll ich sonst machen? Du legst es einfach so da. Alter, okay.
Ich gehe mal davon aus, ich sollte das nicht aufmachen, oder? Oder ist es irgendwie, ich weiß nicht. Ich muss ihn damit. Ja, dann macht das doch auch. Muss ich das öffnen? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal. Ich schätze mal schon, damit vielleicht die Seele der Leiche oder sowas aus dem Körper entkommen kann. Ich kann mir vorstellen, dass die an sowas glauben. Alternativ könnte es auch bedeuten, dass ich gerade irgendwie vielleicht sein Abschiedsritual kaputt mache und der Geist ist jetzt gerade voll wütend auf mich. Ich weiß nicht. Was mache ich jetzt? Hier komische Gräber, aber na gut. Also ich glaube, ich habe nichts falsch gemacht. Vielleicht doch? Gut, kann ich jetzt, das schiebe ich jetzt drüber oder was? Complete Burial. Wahrscheinlich habe ich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Kann ich jetzt frei laufen endlich? Nö. Huh! Fuck you. Okay. Das ist der Abend. Was ist das denn? Okay. Ich muss zurück zur Arbeit gehen, obwohl es sehr anstrengend war. Na gut. Chef? Iya, Mang. Udah nguburin, Chef? Udah, Mang. Tadi udah beres. Kita tuh. Semoga banyak rezekinya, Chef. Udah bantuin yang meninggal. Sekarang mah sok atuh kerja lagi kayak biasa. Ambilin bunga, bersihin kuburan. Sama si Abil yang baru. Tadi teh ada yang pesen. Pokoknya sama siram kuburannya biar agak seger ya, Chef. Ingat kan ya harus ngapain aja? Iya, Mang. Ingat, dah. Kalau lupa mah tenang, saya udah bikin catatannya dah. Ya udah tuh kalau gitu mah. Sok siapin okay. Alat-alatnya. Wir müssen unsere normalen Aufgaben jetzt machen. Bisa ada saya mah. Gräber bewässern, Blumen loswerden als mögliche. Und neues Grab graben. Night to do list. Diese Areas muss ich checken. Okay, gut, werde ich machen. Was ist das hier? Chat Key. Den sollte ich wohl nehmen. Evening To-Do List. Okay, da steht, was ich mit welchem Grab machen muss. Ach du Scheiße. Na gut. Picking flowers, use flower basket. Digging new grave, use a shovel. Watering the graves. Okay, gut. Dann nehmen wir es auch mit. Was bist du? The Shroud. What's the importance of a shroud? Okay. Ah. Okay. Es geht darum, dass man diesen. Das ist diesen Stoffmantel, was immer das war, über den Leichen drüber lässt. Man darf auf keinen Fall den Leichen klauen, weil das ist irgendein Grund sehr wichtig. Ah, okay, habe ich gut gemacht. Man muss die Knoten auf jeden Fall entfernen, bevor man sie begräbt. Und die Shrouds müssen noch da sein. Die waren ja dran, oder? Okay, manche Leute klauen das. Oh Gott. Was schaut denn? Ja, okay, habe ich gerecht gehabt. Man muss die Knoten alle loswerden vorher. Gut. Dann haben wir bis jetzt wahrscheinlich alles richtig gemacht. Kann ich das irgendwie lesen? Ah. Aha. Ah. Seltsam. Okay, ich soll Bohnen in das neue Grab reinmachen. Warum auch immer. Das ist eine Liste von allen, die hier gestorben sind. Okay. Hendra, Hinda, Inda, Indira, Indra, 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 Indra One, Indria, John, Kim, Kokom, Kusuma, Kusuma. Okay. Plus 11. Wieso ein Call endet? Willst du nicht rangehen oder so? Goddammit, kannst du kein richtiges Handy haben? Es ist ziemlich seltsam zu steuern mit der Maus. Ja. Ruf mal zurück.
okay, dann halt nicht. Was kann ich noch untersuchen? Rice Cooker. Hab ich lange nicht mehr benutzt. Okay. Okay, wenn ich Angst habe, trinke ich gerne heiße Getränke. Das ist schön. Okay, mach ich mal an. Lighter nehme ich mit. Charger. Ah, wenn mein Handy leer ist, okay. Okay, mache ich später sauber. So dreckig. Damit kuschel ich gerne. Okay. Jetzt werde ich verbrennen? Was ist das denn? Achso, das muss man verbrennen, damit keine Moskitos kommen. Okay, ID-Card. Das ist meine? Scheint so. Okay, ich bin wohl ein netter Mann. Ein netter, netter Mann. Hab ich lange nicht mehr gespielt. Das ist echt viel Kram. Okay. Das wissen wir schon, das erste. Okay, das wissen wir auch schon. Okay, es gibt eine bestimmte Körperposition, die man annehmen muss, aber da konnte ich eh nichts ändern. Also ich schätze mal, es war richtig. Okay, man muss Bäume in der Nähe von der Leiche pflanzen. Grave gleich Home. Okay. Okay, man muss alles sauber machen. Got it. Wie viel Kram ist hier denn noch? Meine Liebe. Ich vermisse dieses Mädchen so sehr. Okay. Wir sind immer Call Ended. Ich dachte, ich will mal jemand anrufen. Dann halt nicht. Ich drücke einfach R, um ins Telefon zu gehen. Und automatisch beendet. I don't know. Vielleicht muss ich einfach warten. Der geht automatisch ran. Das kann auch sein. Können wir was machen? Ja, dann macht doch auch. Komischer Typ. Kann ich jetzt im Fernsehen was sagen? Ja. Ich glaube, die Nägel sollte ich einfach lassen. Ich meine, Nägel sollte man nicht wegwerfen. Das war im ersten Spiel die Regel. Nein, anscheinend nicht. Okay. Ich meckere nicht zu viel, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass man viel meckert, die Geister irgendwie sauer werden oder sowas. Weil im indonesischen Raum scheinen die Geister sehr, sehr, sehr empfindlich zu sein. Sehr, sehr, sehr empfindlich. Die Tür kann nicht geöffnet werden, okay. Okay, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal. Ich schlafe einfach. Ja, könnte ich. Okay, soll ich wahrscheinlich nicht. Wie? Door lock, unlock door. Okay. Hab ich also Trashcan. Da ist ja nichts drin. Na gut. Die Tür aufmachen weiter? Komm, wir. So, danke. Okay. Nein. Den schwarzen Kaffee lasse ich einfach mal liegen. Ich weiß nicht, was der bedeutet. Okay, wo ist jetzt mein Inventar? Ja, wie bin ich an mein Inventar nochmal rangekommen? Ja, wie ging das? Keine Ahnung. T, Z, I, E, X, V. Inventar? What? Moment. Das will ich jetzt nachgucken, weil ich meine, ich konnte irgendwo meine Notizen nachlesen. Wie geht das denn? R, natürlich. R, okay. Also, wir müssen. Was müssen wir jetzt machen? Patrouillieren. Ist das hier das Haus? Wo ist das Haus, wo wir herkommen? Weiß ich nicht. Okay, ich würde gerne erstmal wissen, wo ich bin. Ich würde gerne erstmal ganz wissen, wo ich überhaupt bin. Das ist ein sehr kleines Haus. Hier ist ein Eingang. Cemetery Map ist hier. Moment. Dann, ja okay, dann bin ich da. Oh Gott. So. Wie gehe ich denn? Ich halte es nicht. Vielleicht schreibt mir einfach jemand was.
SMS. Inbox. Ja. Okay, hier, das ist die letzte Nachricht. Also die erste Nachricht, die wir nicht gelesen haben. Okay, in der Nähe der Toilette. Okay, die beiden Sachen, die ich brauche. Toilette und Eingang. Okay, hier sind noch mehr Werkzeuge, die ich brauche. Okay, und wir sollten uns beeilen, damit es nicht Nacht wird. Got it. Das kriegen wir hin. So, irgendwo hier beim Eingang soll eine Sache Sachen sein, die wir brauchen. Ah, hier. Sehr schön. Nehmen wir. Bottle. Ja, dann nimm die doch mit. Mit? Na gut, dann nicht. Nee. Die lassen wir schön da. Können wir sonst noch was machen? Get the fuck out. Gute Idee. Weiß ich nicht. Du kannst sie nicht wegmachen. Also wahrscheinlich wäre es nicht okay. Ist da irgendein Müll drin? Ihr guckt doch nach. Nein, nicht. Ist hier was? Ja. Chicken Cage. Ich hatte mein Hühnchen. Aber dann ist es gestorben. Warum wohl? Bestimmt nicht wegen den Geistern. Okay. Gut. So. Ne, Toiletten ist noch was anderes, was wir brauchen, wurde gerade gesagt. Okay, was ist mit den Gräbern hier? Vielleicht müssen wir irgendwas mit denen machen. What the fuck? Okay, Spiel. Das ging schnell. Das erste Grab, C. Sauber machen. Habe ich was zum Sauber machen hier? Nö, muss noch bekommen, ne? Das war in der Nähe der Toiletten. Die Toiletten sind keine Ahnung wo. Vielleicht da hinten? Schauen wir mal nach. Sind das Toiletten? Ja. Will ich doch. Ja, nee, sicher nicht. Das mache ich nicht. So viel haben wir schon vom ersten Spiel gelernt. Fuck, ist das dunkel? Habe ich keine Taschenlampe oder so? Doch, habe ich. Wie benutze ich die? Wow. Ah, okay. Ich muss zusätzlich noch. Kann ich hier rein? Ich habe den Schlüssel nicht. Great. Ich soll gleichzeitig noch die ganzen Sachen hier anscheinend durchsuchen und anschauen. Geht nicht auf. Unlock door. Ich habe den Schlüssel nicht. Great. Nicht gut. Ah, okay. Okay. Werbung. Sehr schön. Bisa jadi tempat sembunyi nih kalau main mata umpet. Cooles Versteck. Freut mich für dich. Freut mich für dich, wirklich. Ganz toll. Ah. Okay. So. Ich soll alle Gebiete mal kurz abchecken. Mache ich das mal, bevor ich die ganzen anderen Sachen einsammle. Sehr schöner Ort zum Arbeiten auf jeden Fall. Gefällt mir. Okay. Cool. Ein bisschen mehr Licht. Ist doch schön. Ich glaube, ich sollte nicht über die Gräber laufen. Ich weiß nicht, ob das hier als drüberlaufen zählt. Wahrscheinlich sollte ich nicht lang laufen. Das ist nochmal Licht. Okay. Ich will erstmal das ganze Gebiet abchecken, ein paar Lichter anmachen. Danach gucke ich mal, was genau wir mit welchem Grab machen müssen. Ist hier noch ein Licht? Vielleicht. Ah, Gravestone. Nice wood. Oh, Kumpel. Was? Wenn du mich finden willst, ich bin in der Nähe von dem bandianischen Baum. Okay, Kumpel. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber bandianischer Baum. Love you. Okay, wo bin ich jetzt? Was habe ich getan? Na gut. Schön mal durchkrabbeln. Gute Idee. Sehr gute Idee. Ja, warum mache ich das? Als ich mich irgendwann später vor Geistern verstecken muss oder sowas? Ich weiß nicht. Möglicherweise. Na gut. Erstmal ein bisschen weiter untersuchen. Weil wir haben noch sehr viele Orte. Oh. Hi. Ich dachte, es wäre einfach irgendwas, was ich...
Im Grab oder sowas. Ich habe es ein bisschen spät gesehen. Hallo, Kumpel. Ich hoffe, dir geht's so gut, wie mir es geht. Auf diesem schönen, warmen Friedhof mitten in der Nacht. Flowers? Die lasse ich auf jeden Fall. Da mache ich nichts mit. Nicht zu gefährlich. Nicht zu gefährlich hier. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, geht's jetzt mit den richtigen Aufgaben, oder? Müssen hier oben irgendwo sein. Gott, ey, das ist ja schrecklich. Okay, Norden. Fünfte Reihe von ganz vorne. Und dann rechts D, clean. Können wir überhaupt schon clean? Oder haben wir das Werkzeug? In Anführungszeichen dafür noch gar nicht. Hier runter? Ja. Ist das hier? Ich spiele ein Bild. Hier. Was mit dir finden muss oder so? Ich habe keine Ahnung. Na gut. Ich gehe mal stark davon aus, ich soll die Blumen nicht anfassen. Wenn die da wachsen, wachsen die. Das ist schön. Okay. Okay, was war's nochmal? Okay, ganz außen. Und dann das zweite. Hier durch, Dankeschön. Oder? Ja, 5. Da müsste gleich eine Unterteilung sein. Ja. Yep. Dann bei dem hier muss ich sauber machen. Ja, die habe ich halt nicht. Wo ich die Nummer herbekomme? Sind die von Toilette, ne? Aber da habe ich den Schlüssel nicht für. Okay, ich muss nicht mehr patrouillieren. Sehr schön. Trotzdem. Okay, in der Mitte. Wieder in der Hütte. Great. Kann ich irgendwie durch? Yep, hier. Okay, eine Hütte in der Mitte. Da sind noch ein paar Werkzeuge, meint er. Hallo. Schattenmann. Du musst nicht dauernd spawnen. Das macht die Atmosphäre ein bisschen kaputt, wenn du schon spawnst, bevor irgendwas passiert ist, Kumpel. Nur ein kleiner Tipp. Ist mein Taschenlampe überhaupt an? Anscheinend ja. Sehr dunkle Taschenlampe. Sehr strong. Okay, ist das die Hütte? Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Okay. Aber dann bist du nichts sauber. Aduh, saya tuh capek kalau disuruh bikinnya santai. Fuck you. Arschloch. Okay, Hammer kann ich nicht nehmen aus irgendeinem Grund. Säge kann ich auch nichts mitmachen. Dann mache ich nichts sauber. Okay, ich muss da irgendwas anderes vergessen haben. Bebe, I miss you. When will you meet me? Okay. Was hier? Nein. Ah. Flower Basket. Near the entrance gate. Oh mein Gott. Na gut. Na, wo machen wir die Sachen sauber? Doch wohl kaum im fucking Hammer und der Säge in so einem Scheiß. Das ist schon wieder, eine. Warum sind die überall die Geister, Mann? Übertreibt's mal nicht. Too much. Warum soll ich graben wollen? Cleaning Tools habe ich auch nicht, ey. Mann. Okay, nochmal zum Anfang. Vielleicht brauchen wir einfach die Blumen zum Saubermachen? Ich weiß auch nicht. Weil ich habe bis jetzt nichts gefunden, wofür ich Blumen brauchen würde. Ist meine Taschenlampe schon wieder aus? Willst du mich verarschen? Danke. Ja, so. Nicht der Scheiß. Schon wieder ausge. Alter.
So, bleib an. Dankeschön. Nächstes Jan. Aha. DKM Roomkey, was ist DKM? Kann ich es nachgucken? Ich habe keine fucking Ahnung, Mann. Aber ich habe irgendeinen Key bekommen. Da war schon wieder ein Geist. Ihr spawnt so oft Geister, das macht die Atmosphäre nicht wirklich besser. Bin einfach irgendwo im Hintergrund. Nee. Du? Ja. Okay. Ist hier Werkzeug drin? Storage Room Key. Okay. Okay. Wie, ich kann das Handy jetzt auch. Oh mein Gott, na gut. WTF. Okay, der Typ hat Probleme mit seiner Ex-Frau. Okay. Drink some alcohols. Na gut. Okay. Der Typ hat anscheinend Probleme und betrügt seine Frau oder sowas. Wirkt zumindest so. Zigaretten. Receipt. Cola, Alkohol. Ich nehme das auf. So. Was bist du? Ja, okay. Ich hab nicht mal gerafft, was Englisch war. ID-Card. Okay, anscheinend. Das sollte ich nicht nehmen. Domino-Karte. Na gut, ich nehme den Rest mal und nehme den Schlüssel. Schlüssel sind gut. Gut. Alright. Ich glaube, ich soll gar nicht alle Aufgaben direkt lösen können. Ich glaube, das ist meine Aufgabe fürs ganze Spiel. Und deswegen schauen wir uns wahrscheinlich erst ein bisschen weiter um, ne? Gut, gut, gut. So, Moment mal. Laufen hier nochmal weiter den Kram ab. So. Hier in der Nähe soll ja noch irgendwas gewesen sein, was ich vergessen habe anscheinend. Das wird es nicht sein. Du meinst doch jetzt irgendein Equipment für die Blumen, was immer du damit meintest. Oder hatte ich das schon? Schönes Licht, hilft sehr viel. Okay, ich könnte abhauen, werde ich auch nicht tun. Was ist denn mal für ein Geräusch? Das ist strange. Achso, okay. Na gut. Swing Kit. Anscheinend habe ich meine Klamotten repariert. Das kannst du gerne machen. Dust the room. Ja, mach euch dein Zimmer sauber. Ich meine, stört mich nicht. Du meinst? Ich darf den Schlüssel bekommen? Wahrscheinlich kriege ich den ganz am Ende, oder? Pinky. Raban, ja. Sei bis ab mir nochmal die. Okay. Da ist schon wieder ein Typ. Ich sehe zu viele von euch. Das Licht hat auch. Alter, die Lichter sind echt strange. Okay. Es passiert sehr wenig. Aber ich schätze mal so Teil des Spiels. Gut, was haben wir jetzt für Zeug dabei? Ich weiß nicht mal, was das ist. Eigentlich haben wir was zum Bewässern dabei, wir haben kein Wasser drin. Na gut, wir haben eine Schaufel, mit der wir eigentlich nichts machen müssen. Was ist das hier? Leiter, okay. Das ist zum Einsammeln von Petals, schätze ich mal, also von den ganzen Blüten. Hilft uns jetzt aber nicht, weil nicht der Schmierengeist. War zumindest, ja, da. Mann, Mann, Mann. Okay. Wir müssen irgendwie ins Wasser kommen. Und ich muss irgendwie das Cleaning Equipment bekommen, wie, was auch immer das sein soll. Ich schätze mal, das finden wir irgendwann irgendwie, irgendwo.
Okay, hier war ich schon, ist alles in Ordnung. Habe ich irgendein Gebiet noch nicht gecheckt? Das hier links außen, glaube ich. Da war ich noch nicht. Oder? Sonst müsste ich alles gecheckt haben. Und die Mitte vielleicht noch nicht. Gucken wir hier außen. Ich meine, hier war ich noch nicht. Wenn das damit gemeint ist. Gut, wo bin ich denn? Heilige Scheiße, wo bist du? Mitten im Nichts, okay. Ist die Taschenlampe an? Ich glaube schon. Hier bin ich, okay. Matratze. Fernseher. Habe ich nicht bekommen, ne? Die Schlüssel. Nee. Geht das jetzt vielleicht? Shroud? Sollte ich nicht wegwerfen, auf jeden Fall. Jetzt geht das? Eben ging es nicht, aber vielleicht geht es ja jetzt aus irgendeinem Grund. Ist zu schwer. Junge. Ist dein Ernst? Na gut. Okay, ich glaube, ich muss nochmal in der Mitte checken. Ich glaube, da habe ich noch nicht geguckt. Vielleicht muss ich auch einfach eins von den Gräbern aufgraben, wo einfach so ein Holzding drin steckt. Ich weiß ja nicht, ob da eine Leiche drin ist oder nicht. Wenn eine Leiche drin ist, ist offensichtlich die falsche Entscheidung. Schon wieder ein Geist, hallo. Da ist noch ein Geist. Ist ein Geist? Alter, wirklich sind viel zu viele von denen. Das macht die Atmosphäre sehr kaputt, finde ich. Okay, ich könnte die Dinger auch aufgraben, aber das sind ja offensichtlich die richtigen Gräber und da sollte ich es auf jeden Fall nicht machen. Das ist ja nicht smart. Da würde ich hart auf die Fresse für bekommen, wahrscheinlich. Okay. Ja, dann. I don't know. Ja, ist so schlecht. Ist da eine Leiche drin? Wenn eine Leiche drin ist, dann sterbe ich. Haar ist da drin. Fuck. Ja, sorry. Ich dachte, da wäre nichts drin. Ich dachte, vielleicht ist einfach eine Markierung für hier ist leer oder was weiß ich. Weil ich habe bis jetzt keins gesehen, wo wirklich einfach gar nichts war. Aber ich habe was sehr Schlechtes getan wahrscheinlich. Oder? Okay, da weitergraben. Hier sind Haare drin. Die sollte ich auf jeden Fall... Kann ich die wieder zumachen irgendwie? Please? Das wäre schön. Kick. Ja, das ist eine gute Idee. Oh, okay. Ups. Das war nicht smart. Das war nicht smart. Okay, also müssen wir eine Stelle finden, die wirklich komplett leer ist und da ein neues Grab buddeln. Ich weiß auch nicht, wo das ist. Ich schätze mal, wenn es irgendwo ist. Wahrscheinlich gibt es einfach ein Grab. Oder eine Stelle, wo ich das machen kann. Und die werden wir irgendwo hier finden. Hm. Hi, tut mir leid, Kumpel. Ich weiß zwar nicht so smart, hätte ich nie machen sollen. Aber es war nicht böse gemeint. Okay, führst du mich irgendwo hin? Sehe ich den irgendwo wieder? Da, hi. Wahrscheinlich bringst du mich um, wenn ich dir folge, oder? Ist hier was? Old card. Nö. Hm. Ich glaube, der spawnt einfach in der Nähe. Ich glaube, das hat nichts zu bedeuten. Weil da waren schon zu viele von denen an zu vielen verschiedenen Orten. Ich denke nicht, dass er mir irgendwo hinführen will. Vielleicht ist hier unten irgendwas. Oh! Okay, das hier konnte ich auch aufmachen. Was ist denn hier dran? Oh, ich dachte, ein Werkzeug oder so. Ein Megafon. Ja, das brauche ich auf jeden Fall. Okay. Ist einfach ein Gedicht, oder? Ja, scheint einfach ein Gedicht zu sein. Das Licht kann ich anmachen. Mike. Warum soll ich... No! Moski, weil ich weiß nicht mehr, wofür der da ist. Keine Ahnung. Mung Beans. Was sind die Bohnen? Die brauche ich dafür irgendwas. Da stand da irgendwas, dass ich Bohnen in der Nähe von einem neuen Grab irgendwie reinmachen muss, damit da irgendwie kein Baum... Irgendwas ganz komisches gab es da. Aber ich dachte, ich könnte die mitnehmen, aber anscheinend nicht. Na gut, wir haben noch einen Schlüssel für irgendwas. Warum wird die Musik gruselig? Es gab vorher nicht mal Musik, hör auf damit.
I don't like it. I don't like it. Aber das Spiel ist sehr, 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 sehr slow. Im Vergleich zum ersten Kapitel. Ich meine, das erste war auch relativ slow, aber das hier ist nochmal viel langsamer. Ich sammle die ganze Blumen ein, die ich einsammeln muss. Und ich habe immer noch nicht genug. Ich meine, ich glaube, ich spiele jetzt schon hier seit 30, 40 Minuten oder so. Ist noch gar nichts passiert eigentlich. Aber ich habe noch einen Schlüssel gefunden. Vielleicht kann ich mit dem irgendwas aufmachen. Ja gut, ich habe immer noch nicht das neue Grab gefunden, wo ich eins machen könnte. Ich habe immer nicht genug Blumen. I don't know. Habe ich nicht den Key für? Ist das ein anderes? Hä? Kann ich nur die Seite aufmachen, die nicht? Anscheinend. Sonst irgendwas vielleicht? Ne. Gut, kann ich vielleicht jetzt Wasser rausholen? Ich meine, ich glaube, das erste und zweite Mal was anderes gesagt. What the fuck? Das ist nicht mal tief. Jetzt ernsthaft, fuck you. Okay. Man glaubt ab jetzt, dass der Brunnen verflucht ist, er wieder reingefallen. Ich glaube, wir wurden noch reingeschmiert. Okay, gut, wir sind tot. Great. Okay, was haben wir denn falsch gemacht? Ah, natürlich. Man darf keine Säge nehmen, weil Sägen sind gefährlich. Man darf nicht nachts seine Klamotten zusammennehmen, weil das ist gefährlich. Man darf nicht nachts in den Spiegel schauen. Man darf nicht nachts. Darf man irgendwas nachts machen? Ah, man darf nicht auf Gräber treten. Okay. Das habe ich mir schon gedacht, aber. Na gut, fuck. Dann probieren wir das wohl nochmal. Ist das hier? Okay. Irgendwas bekommen wir vielleicht? Ende 30 hatten wir. Fuck my life. Okay. Da wir jetzt ziemlich viel falsch gemacht haben, würde ich jetzt sagen, dass wir trotzdem mal versuchen, ein richtiges Ende zu erreichen. Ich guck mal nach, wie man das machen kann. Beziehungsweise, ja, ich guck nicht nach. Ich guck nicht nach. Wir haben noch relativ wenig gemacht. Ich versuche einfach mal noch mehr Sachen zu finden. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ein bisschen Progress machen kann und nicht 40 Minuten lang einfach nur hier rumlaufe. Bis gleich. Oh. Okay. Das Ding ist voll mit Blumen. Das heißt, ich habe eine Aufgabe erledigt. Vielleicht. Kann gut sein. Okay, Ding in New Grass steht irgendwo in 2 und ich weiß, wo ich das machen muss. Ah, die sind jedes Mal anders, die Teile hier. Das ist randomized. Okay, das ist cool. Das ist jedes Mal was anderes. Ah, hier, graben. Ah, okay. Ich muss tatsächlich unterschiedliche Sachen machen jedes Mal. Gut. Ich habe die meisten Sachen, die ich eben gemacht habe, jetzt schon mal wieder gemacht, damit ich ein bisschen hinterherkommen kann. Oh Gott, das ist Nacht. Great. Okay. Ich glaube, ich sollte tatsächlich, wenn es hell ist, noch die ganzen Sachen holen, damit ich dann nachts die Aufgaben erledigen kann. Oder vielleicht soll ich nachts auch gar nicht arbeiten. Das kann auch sein. Ich weiß gar nicht. Steht da was Rotes an der Wand? Kein Graffiti. Okay, so, wo bin ich jetzt? Ich müsste jetzt im Eingang sein. Okay. E. Water. Okay, ich habe tatsächlich eben was gefunden. Und ich glaube, ich kann hier die Gießkanne, die ich habe, auffüllen. Ja, ich checke gerade alles hier. Bin gerade dabei, Kumpel. Ist ja alles in Ordnung? Sag mir Bescheid. Hör auf, mich die ganze Zeit anzuschreiben, Kumpel. Das nervt. Hier rein? Oh! Okay. Kann ich nur eine Seite aufmachen? Na gut. Was ist hier denn? Hier ist alles in Ordnung. Was ist denn drin? Okay, das nehme ich nicht. Inspizieren. Licht anmachen. Okay, ist irgendwas sonst noch? Nein. Okay, ich habe übrigens eben gesehen, das Geld, was ich das letzte Mal genommen habe, hätte ich wahrscheinlich nicht nehmen sollen. Denn, der hat mir vorher gesagt, ich sollte es nicht nehmen, das ist nicht mein Geld. Und ja, wahrscheinlich war es letztes Mal keine gute Entscheidung. Gut. So, hier kann ich wahrscheinlich das Wasser auffüllen. Kann ich nicht. Wieso kann ich das nicht? Ich muss dafür da reingehen. Ich habe den Schlüssel dafür nicht, Mann. Fuck you.
Hier? Ah, nee. Hier wird Blut rauskommen. Naja, nee, wahrscheinlich nicht. Eher unwahrscheinlich, Kumpel. Ja, aber ich muss doch irgendwie. I don't get it. Wieso füllst du es nicht einfach hier auf? Warum geht es nur da drin? Ich meine, hier sagt er doch, oh, ich muss nicht mehr. Ah, hier. Look, nö, auch nicht. Okay. Das ist seltsam. Ich weiß nicht, warum ich nicht einfach Wasser nehmen kann von da. Aber gut, dann schauen wir erstmal. Hey, what? Ah, hier. C. Bei C müssen wir clean. Kann ich denn clean? Was brauche ich denn zum Clean? Na egal, das ist das fünfte. Okay. Gehen wir zum Anfang und gucken, ob ich da vielleicht irgendwas machen kann. Ja. Okay. Das sind die hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Clean. Ja. Fuck you. Ich weiß nicht, was die Cleaning Tools sein sollen. Okay, egal. Aber erstmal die Sachen, die wir machen können. Dick. Wir müssen B. Wo ist denn B? Da, du Scheiße. Und D. Wo ist D? Ganz oben. Oh mein Gott. Okay, gehen wir erstmal zu B. Das ist von dem Ding aus. Hier eins, okay. Kann ich die mitnehmen? Nein. Das müsste das da vorne sein, ne? Ja, kann ich hier dran vorbeilaufen? Glaube ja. So, hier soll ich graben. Okay, das habe ich erledigt. Das ist mal da, okay. B, das haben wir erledigt, sehr schön. Dann rennen wir jetzt mal nach oben und machen D. Einfach komplett durch einmal. Früchte, wie schön. Okay, ich glaube, ich habe bis jetzt nicht so viel getan, was sie verärgert, was gut ist. Deswegen einfach mal durchrennen. Können wir das Licht hier nicht irgendwie anmachen? Ist irgendwo ein Schalter? Ist schon sehr dunkel. Ah, ja. Sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir nicht. Mach das scheiß Licht wieder an. Danke. Bleib an. Anbleiben. Sehr gut. Okay, wir müssen wirklich nach ganz oben. Ach du Scheiße. Warte mal. Gott, ich habe keine Ahnung, welche damit gemeint sind. Gibt es noch mehrere hier hinten? Ne, hier sind keine mehr. Also. Ist hier irgendwo ein Licht, was ich anmachen kann? Ich sehe so wenig. Dritte von der hinteren Reihe. Damit sind nicht die. Ne, also nicht die mit gemeint. Hier sind noch drei alleine. Also das hier. Hoffe ich. Ja, was ist da drin? Ja, ich lasse die Puppe auf jeden Fall drin. Dann mache ich einen Scheißdreck. Okay. Wir haben. Die Dinger haben wir fertig. Jetzt müssen wir nur clean und watern, aber ja. Use cleaning tool. So kriege ich den her. Use a watering can. Cleaning tools. Ich muss mal kurz gucken, wo ich die cleaning tools herbekomme. Ich meine, er hat es mir nämlich gesagt. Aber das habe ich jetzt gerade wieder vergessen. Danke für den Tipp. Vielen Dank für den Tipp. Irgendwo im Haus. Ja. Keine große Hilfe, Kumpel. Absolut keine große Hilfe. Okay, was habe ich noch für Schlüssel? Ich habe noch. Keine Ahnung, für die sind. Charity Box Key. Achso, hier sind alle dran. Shed Key. Storage Room. Okay, Storage Room ist, glaube ich, in der Mitte gewesen, ne? Nein, auf damit. Ich will die Karte. Wahrscheinlich irgendwo da. Vielleicht da, wo ich die Schaufel herbekommen habe. Maybe? Ich weiß nicht. Ist die Taschenlampe an? Ich glaube schon. Glaube schon. So scheiße dunkel. Kann ich hier dran vorbei? Ja. Boah, hier vielleicht irgendwo ein Schlüssel. Säge sollte ich nicht anfassen, weil das ist schlimm. Nee, ist nur. Fick dich.
Aduh, saya tuh suka cepet capek After kalau mit. disuruh bikinnya santai. Okay, dann, ja. Irgendwo ist noch. Ich höre das doch. Ich höre diese Sachen, die sie machen. Hören Sie auf damit. Okay, die Area ist auch fein. Welche waren das gerade, die ich gecheckt habe? Die hier? Glaube ja. Habe ich die Mitte gecheckt? Ach, ich habe die ab weggekreuzt, wenn ich sie gecheckt habe. Okay. Dann mache ich das nochmal schnell. Klaus, kann ich mitnehmen? Nein. Mach doch wieder das alles an. Never mind. Alles in Ordnung. So, hier checke ich kurz. Ich kann anscheinend nur nachts checken. Wenn ich tagsüber hier hingucke, dann passiert einfach gar nichts. Die kann man nicht aufmachen, ne? Nee, das Geld sollte ich nicht nehmen. Habe ich das nicht gecheckt jetzt? Oder muss ich wirklich rein? Wahrscheinlich muss ich rein, ne? Great. Den Schlüssel habe ich aber nicht. Ah, doch. Okay. Alles in Ordnung. Dann gucken wir noch mal ganz im Norden. Laufen die ganzen Dinger ab. Hoffentlich finden wir vielleicht irgendwo per Zufall einen Schlüssel, was wir wahrscheinlich nicht tun werden. Aber das wäre schön. Das wäre sehr schön. Die Taschenlampe ist super kacke. So. Hier lang laufen. Da kann ich definitiv nicht drüber springen. Ich glaube, da würde ich aber sterben. Das wäre ein Ende. Habe ich schon angeguckt? Ne, drei. Ich habe eins, drei und vier von diesen Bildern gefunden. Ich weiß aber auch nicht, wofür die da sind. Okay, hier war ich auch. Weil da draußen ist noch eine Hütte. Ah ne, das ist die, wo der Penner, glaube ich, drin. Oder die ihr Picknick gemacht haben oder was auch immer. Blumen. Da war wieder ein Geist. Ich weiß nicht, ob das die Area hier ist. Ne, ist außerhalb. Also müsste hier irgendwo eine Hütte sein. Schätze ich. Ich sehe nicht sonderlich viel. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. Ah. Okay, dann nochmal in die Mitte. Warte mal, wo ist hier denn eine Hütte? Hier ist keine Hütte. Sehe ich irgendwo eine Hütte? Ich bin sehr verwirrt. What? Irgendwas mit Kult, wie schön. Ich glaube, das hätte ich mir nicht angucken dürfen, oder? Das war eine schlechte Idee. Okay, das war eine sehr schlechte Idee. Ich sehe schon kommen. Wenn ich gleich sterbe, du hättest dir das nicht angucken dürfen. Wahrscheinlich ist das die Hütte hier damit gemeint, oder? Ja, die ist damit gemeint. Okay. Die war gemeint. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir das anhören sollte. Geist war schlecht. Ashtray, okay. Dann müssen wir jetzt hier in die Mitte. Dann haben wir schon alles gecheckt. Können wir irgendwie drüber hier? Kann ich hier durch? Blumen noch. Wieso höre ich hier so gruselige Musik? Was ist hier? Welches von den beiden? Das war vorhin schon. Ich glaube, eins von den Gräbern hier ist irgendwie verflucht oder so eine Kacke. Jedenfalls sehr unangenehm. Okay, ich muss wahrscheinlich da hin. Dann habe ich zumindest die Aufgabe schon mal erledigt. Hier, ne? Ist die Taschenlampe an? Ja, die ist echt kacke. Okay, jetzt habe ich mir wirklich alle Gebiete angeschaut, ne? Check all the areas, I can be relieved now. Okay. Dann muss ich jetzt ja noch irgendwie die Möglichkeit finden, die ganzen Werkzeuge zu kriegen. Ich gehe nochmal zum Start. Vielleicht habe ich da wirklich einfach was vergessen. Vielleicht habe ich da einfach was übersehen. I don't know. Hier war ich schon. Hier habe ich alles gecheckt, ja. Was schon wieder? Ich sehe die ganzen Schattengeister. Die ganze Zeit. Muss jetzt ja auch nicht sein. Was ist das hier? Sag's nichts so, okay. Da hat er wieder eine schöne Wand kaputt gemacht. Geht doch nicht. Ich sehe ja was. Dann bin. Nö.
Okay, jetzt schauen wir schon. Komm, hier muss doch irgendwas sein zum sauber machen. Kann nicht sein. Okay, warum sollte es in einem Zimmer haben? Ist ja schon. Ah, hier kann ich aufmachen. Chris. Was ist das denn? Okay. Wieso auch immer. Was ist das denn? Beschützt mich der Ring? Irgendein magischer Ring? Die Kippenmessern, wie geht's dir? Ich hoffe, ich habe mitbekommen, dass du jetzt für den Friedhof arbeitest. Das ist gut. Okay. Von unserem Vater Briefe. Unser Vater scheint anscheinend stolz auf uns zu sein, weil wir jetzt einen sehr guten Job haben. Was ist das hier? Foto. Mein Mädchen. Okay. Gut. Ist das zum Saubermachen? Nein. Ich glaube, das sollte ich nicht machen nachts. Schlecht. Ja, aber. Wo sind denn die Werkzeuge zum Saubermachen? Das reicht ich nicht so richtig. Weil ich brauche die definitiv, ich kann ja gar nichts machen gerade. Und ich muss zusätzlich. Ist das hier? Broom? Nö. Cleaning Tools, oh thank God. Leck mich. Okay. Dann machen wir jetzt. E, was müssen wir bei E machen? Water, toll, können wir nicht. C, clean, das können wir. Welches war's? Nummer 5. Von. Ne, es war nicht hier, oder? Doch. Nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5, dich. Dann bin ich mal sauber. Nein? Ich dachte, wir müssen nicht sauber machen. Doch, haben wir, okay. F und H beide vielleicht? Nee, aber F müssen wir cleanen und A auch. War das? Vielleicht. Okay, F und A. Gott, ey. Trotzdem muss ich irgendwie einen Schlüssel finden, damit ich da rein kann. Hallo, Schattenmann. Okay, wie können wir am besten sehen, welcher das ist? Gott, damn, das ist ja schrecklich. Okay, da, wo der Weg ein bisschen nach rechts geht. Hier, toll. Das hilft mir nicht wirklich. Okay, ich habe eine andere Idee. Da, wo der Weg von unten hochkommt. Ist das hier der Weg? Ich weiß nicht, was hier mit der Weg gemeint ist. Ist das ein Weg? Ich glaube nicht. Ist das ein Weg? Ist das hier ein Weg? Ich glaube ja. Nee, nicht wirklich. Der wird kaum damit gemeint sein. Oder? Wohl doch, hier ist die Hütte. Vielleicht doch. Kannst hier vorbeilaufen. Sonst noch irgendwas? Warte, was ist denn? Ist das das Schild oder was? Meine Zeichnung ist komplett für den Arsch. Sehr schwer zu erkennen, was hier mit wo gemeint ist. Aber gut. Gehen wir zu den letzten Gräbern hier. Hier müssten zwei nebeneinander sein. Dann wären die gemeint. Ja. Okay. 2, 3, ja. Meinst du die damit? Ich weiß es nicht. Außer F war clean. Okay, wenn ich kurz durchlaufen. Alter, ich kann hier nirgendwo durch, ohne drauf zu treten. Nicht das, sondern das hier muss ich sauber machen. Oder? Ja, richtig. Jetzt muss ich noch A sauber machen. Was in dem komischen Vierer-Ding hier markiert ist. Danach muss ich die restlichen nur noch bewässern. Dann habe ich aber eigentlich auch schon alles, oder? Clean. Den kann ich nicht mitnehmen. Kann ich den mitnehmen? Ja. Ich weiß nicht, warum ich so viele von denen mitnehmen will. Er meinte vorhin mal, dass er die verkaufen will für Geld. Ich meine, ja, meins noch halt. Okay, vielleicht ist ja hier noch irgendwas. Es kann nicht sein, dass ich hier einfach nur hingehe, um hier runterzufallen, zu sterben. Muss doch irgendwo ein Schlüssel liegen oder sowas. Das Geld könnte ich klauen, will ich aber nicht. Ich weiß nicht, wo der Key ist. Mir fehlen echt viele Keys. Das ist nicht gut. Ist hier ein Weg irgendwo? Nö. Hier kann ich schon mal rumlaufen.
Mach ich das mal. Ist hier? Tratze. TV. Hier wäre niemals ein Schlüssel. Warum soll ich hier einen Schlüssel machen? Das wäre ja ziemlicher Schwachsinn. Restaurant. Ist kaputt gegangen, okay. Hier ist ein Baum, der in der Luft schwebt, wie schön. Ist hier nix? Hier ist einfach nur ein freier Platz. Ich finde den Raum hier ein bisschen verwirrend. Die Umgebung meine ich, nicht den Raum im Sinne von Raum. Okay. Sie werden nicht mehr sprinten. Okay. Aduh, badan teh kenapa jadi gak enak gini ya? Kayak ada yang nempel. What? What? Was? Okay, wir haben die Lieblingsblume vom Djinn geklaut und deswegen hat er uns getötet. Fuck you. Better than nothing at all. Ah, oh, wir haben die magische Klinge, die bei uns drin lag, auf die falsche Art gesäubert. Und wir haben Musik einmal aus den angemacht, ja. Und wir haben, okay, wir dürfen die Blume einfach nicht nehmen. Okay. Okay. Was, ich weiß nicht, was es gerade war, es war gruselig. Dann würde ich sagen, reicht es das erstmal fürs erste Video und ich würde sagen, im zweiten Video hierzu, es ist doch wesentlich länger, als ich dachte und dauert wesentlich länger, als alles zu machen, versuche ich mal wirklich ein gutes Ende zu erreichen. Ein wirklich gutes Ende. Wir haben es jetzt hinbekommen, zweimal ein beschissenes Ende zu bekommen. Unabsichtlich. Ich wollte eigentlich wirklich versuchen, das zu schaffen, aber anscheinend kriege ich das nicht hin. Sonst irgendwas? Pokong, das ist der aktuelle Geist, ne? Ah. Wirklich. Warum gibt es so unglaublich viele Regeln im hier, was war's? Östlich-asiatischen Bereich, glaube ich. Wirklich, du musst einfach nur auf den Friedhof gehen. Aber wenn du nicht Bescheid weißt, brichst du wahrscheinlich 14 verschiedene Regeln, wirst von 23 verschiedenen Geistern komplett getötet und auseinandergenommen. Einfach nur, weil du hier, Beispiel, mit deinem Zeigefinger auf den Friedhof gezeigt hast. Das macht man nicht. Das ist böse. Aber okay. Allgemein, ich finde es nicht so gut wie das erste Kapitel. Ich finde es ein bisschen zu groß, zu viel rumlaufen, ein bisschen zu viel suchen. Das haben sie, finde ich, im ersten Kapitel ein bisschen besser gelöst, weil alles halt in diesem Haus war und relativ auf einem recht engen Ort. Man musste zwar trotzdem suchen, aber man musste nicht so viel rumlaufen zwischendrin. Weil wenn ich jetzt hier eine Idee habe, vielleicht muss ich ja da hingehen, dann renne ich einmal am kompletten Platz, gehe ich da hin, dann merke ich, ah nee, hier ist doch nichts, dann gehe ich wieder weg. Und ja. Und so Kleinigkeiten, wie dass ich meine Gießkanne aus irgendeinem Grund nicht am normalen Wasser da durchgucken, nächste Reflexion, auffüllen konnte. Ja, ein bisschen strange, ich weiß nicht genau, was ich dafür machen muss, aber ich glaube, davon abgesehen hätte ich jetzt ja fast alle anderen Aufgaben erledigt. Und ich glaube, wir waren nicht so weit davon entfernt, ein gutes Ende zu erreichen. Aber schreibt in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt, was ich noch machen müsste oder was ich falsch mache. Dann werde ich im nächsten Video hierzu mal probieren, das alles richtig zu machen. Dann kriegen wir vielleicht mal ein gutes Ende. Aber ich werde, glaube ich, diesmal nicht ganz so viele Videos zu dem Spiel machen wie beim letzten Mal. Einfach nur hier einmal zwei schlechte Enden gezeigt, dann werde ich einem vielleicht nochmal ein gutes Ende machen. Und wenn ihr selbst das spielen wollt, kauft ihr das Spiel ist sehr günstig, glaube ich, relativ. Die DLCs kosten, glaube ich, 4 Euro pro Stück. Ich habe die alle schon gekauft, weil ich dachte, die wären direkt da gewesen, aber nein, das ist das erste, was rausgekommen ist. Schreibt in die Kommentare, was ihr im Spiel haltet, würde ich sagen. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.